Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda. So by the mercy of Gurudev and Param Gurudev and all our special devotees here, we can read verse 12 of Vilapa Kushmanjali. So durch die Gnade und die Barmherzigkeit aller Devotis lesen wir den 12. Vers von Vilapa Kushmanjali. O Kalyani, auspicious, O beautiful. O Kalyani. O Kalyani. What it means Kalyani? Was heißt das? Das Glücksbringende oder das wunderschöne Mädchen? Always is giving mercy. Unconditional love. Sie gibt immer die Gnade unbegrenzter, bedingungsloser Liebe. There is no condition. You go and she gives mercy. Es gibt keine Bedingung. Du gehst und sie gibt Mercy. Du gehst zu ihr und sie gibt. I never afford to be close to her. Only I think to be close to her. Sie akzeptiert. Ich habe nicht mich mal angestrengt, ihr nahe zu sein. Ich habe nur daran gedacht, dass ich das gerne würde. Aber das auch schon akzeptiert sie als meine Bemühung. Always most merciful. Immer so höchst barmherzig. Oh Kalyani. Oh Kalyani. Today I also think to be close to you. Heute denke ich auch daran, ich möchte dir nahe sein. You will not give mercy to me. Wirst du mir keine Gnade geben? Go on. When will the jingling of your ankle bells? Only I want to listen. I want to listen. This air. Hören mit diesen Ohren, deinen Fußglöckchen hören. Your jingling bell from your lotus feet. Die Glöckchen von deinen Lotusfüßen möchte ich hören. Aha. That is like an ocean of nectarian rasa. Aha. Sie sind wie ein Ozean nektarreicher Wohlgeschmäcker der Liebe. When they will cure my deafness. Wann sie werden sie meine Taubheit heilen? Before I listen, but not listen. Vorher habe ich gehört, aber nicht wirklich gehört. Ich habe nicht richtig zugehört. Ich konnte nicht hören. But this jingling, one day I will listen. My ear will become acceptable. It will be a real listener I will become. Und dann eines Tages wird aber mein Ohr von dir geöffnet und ich werde wirklich zuhören können, dir zuhören können. Real drinking from the ears. Und ich werde mit meinen Ohren trinken können. Ear can drink. Kann das Ohr trinken? But ear will start drinking. Aber es wird beginnen zu trinken. Because I don't want to listen other things than this. Weil ich will nichts anderes mehr außer dem hören. Your jingling. Nur noch das Läuten deiner Fußglöckchen. What is jingling? Jingling is also meaning. Was bedeutet dieses Läuten? Das hat auch eine Bedeutung. You say jing, Krishna say ling. Du sagst jing und Krishna sagt ling. Jingling. Both. Beides. Zwei Silben in einem Wort. Not only move, you move, Krishna. Krishna also move for you. Nicht nur, dass du deine Füße bewegst, sondern auch Krishna bewegt sich für dich im Tanz. What 20 years I practiced to be close to Krishna, it never happened. 20 Jahre habe ich doch versucht, Krishna nahe zu kommen, aber es geschah nicht wirklich so. The day I will start listening, your jing, I will see the ling
strong side of other side also sound will start happening. Aber an dem Tag, wo ich das höre von deinen Fußglöckling, das Jing, dann höre ich auch noch das Ling, nämlich das, was Krishna damit zu tun hat. I will start drinking from my ears. Dann beginne ich mit den Ohren zu trinken. No other thing I want to drink now. Und möchte nichts anderes mehr trinken. All my desire is fulfilled. Alle meine Wünsche sind dann erfüllt. What is material desire is nothing. Was sind schon materielle Wünsche? Wirklich nichts. It's totally material. Einfach nur Materie. Whole creation is happened because of the Krishna, right? He's the supreme. Die ganze Schöpfung entsteht durch Krishna. Er ist der Höchste. When he listens jing, one sound of the ankle bell of Radhika, he forget everything and he become mad to dance with her. Aber wenn er nur einmal dieses Glöckchen von Radhikas Füßen hört, das Jing, dann wird er verrückt und möchte mit ihr tanzen und vergisst alles um sich herum. And who is there? They are all under the supervision of Radha. So there's no need to bother. Und alle, die dabei sein werden, sind alle unter Radhikas Schutz. Sie brauchen sich keine Gedanken mehr um irgendetwas. He cares, A to Z, yes. Bis A, von A bis Z werden sie sich kümmern. Er wird sich kümmern, ganz persönlich sogar. His responsibility is that to protect and care. What is your requirement? What do you want? I will fulfill everything. Dann beginnt er sie Verantwortung zu übernehmen. Was ist das, was du brauchst? Was du brauchst, das, dafür würde ich sorgen, sagt Krishna nun. Sorry. Oh, Kalyani. I take time, sorry for that. No good, if it's perfect, it's amazing. We are all coming with you. You are taking us by the hand. Yeah. I want to bring there to feel it. Yeah, yes, and you are doing very, very good, good. When will the jangling of your ankle bells, that is like an ocean of nectarian rasa, cure my deafness? Only a faint reflection of the illumination of Srila Raghunath Das Goswami's love and separation from Swamini is revealed through the syllables of this Vilapa Kushmacheli. Nur eine schwache Schimmer oder eine schwache Reflexion von dem, was Srila Raghunathas Goswamis Liebe in Trennung von Swamini fühlt, ist durch die Silben von diesem Vilapa Kushmacheli offenbart. Kushmacheli of Raghunath Das is not from flower. From his tears. Die Blumendarbringung von Raghunath Das für Srimati Radhika ist nicht durch Blumen, sondern durch seine Tränen. There are two type of tears. Es gibt zwei Arten von Tränen. One is a hot tears. Die heißen material suffering. Das ist ein materielles Leid. And one is a cold tears. Und da gibt es die kalten Tränen. When love melts in your heart, wenn die Liebe dein Herz schmilzt, dann kommen die Tränen, die kalten Tränen. And he is offering that. That is, ear start drinking, eyes start talking. Und das ist, wenn er diese Tränen darbringt in dem Gebet, dann kann man dazu sagen, dass die Ohren zu trinken beginnen und die Augen zu sprechen. I don't want to listen any other thing is a drinking state. Und ich möchte nichts anderes mehr hören, das ist das göttliche Trinken mit den Ohren. And when the love is intense, when heart melt to meet,
wenn die Liebe so intensiv wird, dass das Herz so sehr schwillt, dass man sich treffen möchte und man das fühlt, dann beginnen die Augen zu sprechen. Understand? Beautiful. That is Raga Bhakti. Das ist das Raga Bhakti-Verständnis. Sri Radhe. So Krishna himself descended to earth as Gaura to experience his own sweetness and the sweetness of Srimati Radhika's love for him. Yeah. Krishna selber kam auf die Erde als Gaura, um seine eigene Süße und die Süße von Srimati Radharanis Liebe für ihn zu kosten. How he take this? Because alone he cannot do. Wie hat er das gemacht? Alleine konnte er das nicht kosten. Krishna alone cannot do. Krishna alleine konnte das nicht wirklich erfüllen. Then Krishna say, I'm your student. Und Krishna sagte zu Radhika, ich bin jetzt dein Schüler. You are my teacher of love. Du bist die Lehrerin der Liebe für mich. And still I will learn and learn. I will never can complete learning of that. Und obwohl ich immer versuche, das zu lernen, ich komme nie zu einem Ende in dieser Meisterschaft deiner Liebe. So Krishna wants to again come to do this as Chaitanya. Deswegen möchte Krishna da das kommen, um das voll zu kosten als Chaitanya. That time you cannot go so high deep alone. So he prayed to Radha. Er wollte das kosten und konnte das nicht alleine. Deswegen betete er zu Radha. I want to beg your mood. Ich bettle hier um deine Stimmung in der Liebe für mich. Can you give me mood? Kannst du mir diese Stimmungen mitgeben? If you want to know Raghunath Das Goswami, his mood, if you want to know Rupa Goswami's mood, if you want to know this, you have to know Raghunath Das Goswami. Wenn man die Stimmungen von Rupa Goswami erspüren möchte, dann muss man Raghunath Goswami kennen und seine Stimmungen. Why? Warum? Because he explained his feeling with Rupa Goswami mood. Weil er hat die Stimmungen, die er bekommen hat, in der Schülerschaft von Rupa Goswami erklärt und bekommen. Und Rupa Goswami erklärte durch ihn, was er wirklich gefühlt hat. It comes, mood is the meaning, I am in shelter of this mood. Und die Stimmung bedeutet, ich bin in der Zuflucht, ich bin in der ganzen Durchdringung von dieser Stimmung der Liebe. Means Krishna say himself, I took the shelter of this mood. Und Krishna selbst sagte also, ich habe Zuflucht bei der Stimmung von Srimati Radhika gefunden. Without her mood, I cannot do it. Denn ohne ihre Stimmung zu bekommen, kann ich es nicht kosten, kann ich es nicht tun. Chaitanya Adi Lila 4 Canto telling like this. Chaitanya Chaitamrita Adi Lila 4. Kapitel. Yes, all only this. Das wird dort beschrieben. And not only mood working, Krishna say, my nature is a little skippy, means nothing. Krishna sagt auch, I don't stay one place. Und diese Stimmung von Radhika, weil ich nämlich so eine Natur habe, die nie in einer Stellung bleibt. Independent, Gurudev. Independent, not even say Brajvasi. Ist ein bisschen frech und unabhängig nämlich von seiner Grundwesenheit. Bhakti Vinod, right? Navanita Chora. Bhakti Vinod Thakur nennt das Navanita Chora, der Dieb, der immer frisch Dieb, Stahl begeht. Is a stealer. Er ist ein Dieb. Is steal. He's a Navanita Chora. Basanahara. He steal the clothes.
stillt auch die Kleider als Vasana, als Vasana Hara, als Vasana Lila. Oh, what is the meaning? Was bedeutet das, dass er die Kleider stillt? He's a stealer. Er ist ein Dieb. Gopis say you are a liar. Und die Gopis sagen, du bist ein Lügner. Only Gopi can say. Das können nur Gopis sagen. Krishna Devotee cannot say. Krishna Devotee sagen das nicht. Radha Devotee can say you are a liar. Aber die, die im Raga Bhakti leben, die können sagen, du bist ein Betrüger und ein Stehler, ein Lügner. Because he liked to listen more than Vedas. Weil das, sagt Krishna selber, hört er noch lieber als die vedischen Hymnen. Isloka, more isloka, you say. If you have a love, then you can say you are a liar, a stealer. Man kann ja viele Slokas zitieren vor Krishna. Aber wenn die wirkliche tiefe Liebe da ist, dann kann man zu Krishna sagen, du bist ein Lügner. You are a butter thief. Du bist ein Butterdieb. What is butter, you know? Wisst ihr, was diese Butter ist? Milk. Milch. If you take 10 kilo milk. Wenn wir 10 kilo Milch. 20 kilo milk. Oder 20 Liter Milch. How much butter will come from that? Wie viel Butter kann man daraus quälen? Very little. Sehr wenig. Right? That small portion. Nur eine kleine Portion Butter kommt aus so viel Milch. Krishna stiehlt. Und diese Butter stiehlt er. What is meaning? Was bedeutet das? In your whole life. In dem ganzen Leben. If you love something. Wenn du etwas liebst. Then he comes to steal that. Dann kommt er und nimmt es. Nimmt es dir weg. Oh, why are you giving to others? This is mine. You give milk to others, but butter is my portion. Krishna sagt, love is an anderes gehört mir. Krishna sagt, du gibst die Milch zu anderen, aber die Butter, die Essenz, die gehört mir. Das ist meine Portion. Why he steal the clothes? Warum stiehlt er Kleider? He steal the clothes. Are bhai, you never sight is. Open clothes in other places, but you are sigh only with me. Krishna saying, not I say. Krishna sagt zu den Gopis, ihr seid so schüchtern, eure Kleider vor anderen auszuziehen, aber von mir auch? You are taking bath in river is a male. Ihr nehmt doch in einem Fluss ein Bad, das ist doch ein Mann, der Fluss. And I'm a male, you don't want to come to me. Und ihr seid nackt in diesem Fluss und ihr wollt nicht zu mir kommen? You know that I'm Adipurusha. Ihr wisst doch, dass ich der Adipurusha, der höchste göttliche Mann Why bin. Why don't you want to come? Why you need covering for that? Wieso kommt ihr nicht zu mir? Warum werdet ihr euch noch im Wasser bedecken? Are you are Jiva, I am the super Jiva. So what is the covering in between of you and me? So ihr seid das Shiva, die Seele, und ich bin die Überseele. So welche Bedeckung sollte dazwischen uns sein? No covering required. Es ist gar nichts mehr zwischen uns, was da sein sollte. Because if you cover, you are not qualified to enter in Maharas. Weil wenn du dich noch irgendwie von mir bedecken willst, dann bist du nicht qualifiziert, in den Maharasa einzutreten. And what Guru do with us. Gurudev, remove my all blockage, my covering in my life. Und was macht Gurudev mit uns? Er nimmt uns die ganzen Blockaden, die ganzen Bedeckungen weg in meinem Leben. And he is waiting for that. Und darauf that wartet day, er die ganze Zeit, auf diesen Tag. I remove my covering, then he see that now he become qualified to get Manjari Sarup. Darauf wartet Gurudev, dass wir diese ganzen Bedeckungen abnehmen, damit er sagen kann, jetzt ist der Tag, wo du qualifiziert bist, deine ewige Manjari Sarup von mir zu bekommen. And why not he is giving before? Warum gibt er sie vorher nicht? Because I'm so covered that it will not, I can work it. I cannot do it.
Weil ich bin so bedeckt und noch so zu, dass ich damit gar nicht arbeiten kann, gar nicht damit meditieren kann. First he plows. Zuerst wird er die Erde etwas pflügen und sanft die Erde befreien und gibt dann Wasser und bereitet das Land, das Herz. Then put the seed. Und macht es, dass es fruchtbar sein kann. Und dann gibt er diesen Samen der Ewigkeit. And this seed is Manjari Swarup, my dear. Und dieser Same ist die Manjari Swarup, meine Lieben. That is Jivere Swarup Hoy. Swarup, not a Jiva. Jivere Swarup Hoy bezieht sich auf das Swarup. Konstitutionelle ewige Position. Es ist nicht das Jiva. Jivere Swarup Hoy. Swarup Hoy means form, spiritual form. Das bezieht sich hier auf das Geben der spirituellen Form. Krishna Nitya Das. Als ewiger Diener. So we are Dasa, but we forget our Swarup. So Gurudev revived to come bring again back there. This is the mercy. Wir sind die Diener, aber wir vergessen unsere spirituelle Beziehung und Form und so Gurudev kommt, um das wieder zu erwecken. Das ist eine Gnade. Big job, yeah. Eine große Aufgabe. Wirklich ein big job. It's not easy job. Das ist nicht die einfache Aufgabe. He cannot do this job. He is not complete his job. Und wenn er das nicht tun kann, dann ist er nicht in seiner Aufgabe wirklich fertig geworden. So easy. He's stealer of the clothes. He's a butter thief. These are the quality of the beautiful, sweet Krishna. Und so ist er ein Dieb von Kleidern. Er ist ein Butterdieb. Das sind die Eigenschaften von diesem süßen, wunderschönen Krishna. And he said, I'm sending my brother Nitai to do that. Und er sagt, ich sende meinen Bruder Nitai aus, um das noch weiter zu tun. And also in Chaitanya, he said, this is also not working. So what I will do? I need your also covering. So sagt er als Chaitanya, ich brauche I need your covering. Because I am very slippery, I am very full of butter, na? Srimati Radhika, er sagt, ich bin doch voller Butter, ich brauche immer die Butter und deswegen brauche ich deine Umhüllung, dein Festhalten, mich festhalten. To cover me, that I cannot run away from this mood. Du umhüllst mich, damit ich aus dieser deiner Liebesstimmung nicht mehr herauskomme und nicht davor weglaufen kann. So mood is Radha, covered is Radha. That is Chaitanya. So, die Stimmung ist Radha und die Umhüllung ist Radha. Das ist Chaitanya. And Krishna is teaching that we have to do. Und das Krishna bringt uns bei, ist das, was wir auch tun müssen. In the Manjari Swarup, you come to take the mood of Radha and cover yourself in the Hardasi Bhav. And be a Dasi of Radha. Du nimmst diese Stimmung der Dienerin zu Radharani an. In dieser Umhüllung lebst du. In der Stimmung der Dienerschaft zu Radharani. Understand? This is the Mahaprabhu. Only come to help us. The day you understand and try to do that, you start moving for a spiritual life. So Mahaprabhu kam, um das selber zu kosten, auch um es uns zu zeigen, wie es geht. Dass wir auch diese Stimmungen bekommen und wie wir weiter fortschreiten in unserem spirituellen Leben. An dem Tag, wenn wir das verstanden haben, geht es voran. Tarun Baba? Tarun Baba? Oh, yes, Gurudev. Please say something more. I have a wonderful verse this morning, exactly to the topic. Beautiful. Yeah. From the Chaitanya Charitamrita, Matya Lila 8. Wow. It's beautiful. Please say something to it, Gurudev. It's very nice. Read. I don't remember. Tamu, kannst du auch mit übersetzen gleichzeitig, bitte dann? Yes. Danke. Sei Gopi Bhava Amrita Chara Lopa Hoy. Aha.
Veda Dharma Loka Twai Sei Krishna Bhajaya. Wow. Raganuka Margetare Bhache Jai Jana. Sei Jana Pai Vrache Vrachendra Nandana. Vracha Lokera Kona Bhava Loya Jai Bhaje. Bhava Jogya Deha Bhaya Krishna Bhaya Braje. Wow. I love this verse. It's very nice. One slowly you say or say in English? Yes. Yeah. Zei Gopi Bhava Amrita Chara Lopa Hoy. Those anxious... Loba. Loba means greed. Gopi Bhava, greed is Loba. Loba heißt diese Begierde nach Gopi Bhav. Das ist wahres Loba. Those anxious for Krishna's Amrita Seva as a Braja Gopi should discard the unrelated sections of the Vedas and disinterested people. Jaro. It's nice. Darun auf Deutsch. Ja, ich komme dazu, ganz gut. Jene, die wirklich begierig sind, den Nektar von Krishnas Dienst als eine Braja Gopi zu erreichen, sollten die Teile der Vedas ignorieren, die nicht dafür zuständig sind, und auch die Gemeinschaft von Menschen, die daran nicht interessiert sind. By worship on the Raganuga path, Vrindavan's Krishna becomes attainable. Yeah, Vrindavan Krishna. What is Vrindavan Krishna? Vrindavan Krishna, Rajendra Nandra, den wir da erreichen können. For example, by following the moods of a particular Vraja resident, and this awards a similar Siddha Deha for serving Krishna there. Yeah. Understand? Siddha Deha. Material body is useful when we got the spiritual body. Der materielle Körper wird erst nutzvoll, wenn wir dadurch wirklich zum spirituellen Körper finden. What is the use of taking this material body if I cannot get the spiritual body practice on way? Wozu habe ich die menschliche Form? Material achievement is the goal. Wenn ich nicht wirklich in die spirituelle Form hineinkomme, ist das nur materiell, was ich hier erreichen kann? Gurudev, this is perfect. This last sentence, following the moods of a particular Vrindavan resident, will award us a similar Siddha Deha for serving Krishna there. This is very, very close to the verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu, which you always say with the with the umbrella. This beautiful verse. Seva sadhan. Seva, yes. Sadhan rupena. Yes. Seva, you can do service with the material body. Seva sadhak rupena. Seva you can do only with the sadhak. Seva machen wir mit dem Sadhaka-Körper, mit unserem menschlichen Körper, machen wir Dienst. This is to do. We don't want to do seva with the physical body, we not achieve anything. Wenn wir keinen Dienst mit dem Körper ausüben, können wir gar nichts erreichen. Seva, always seva rat, always seva. In the service. Ras heißt immer im Dienst als Mensch. Then when you will get the Siddha Rupen, your spiritual body. Den spirituellen Körper bekommst, den Siddha Rupena. You know the seva way to do, which time what to do. Und dann weißt du die Feinheiten, welche Art von Seva du wann und wie machen musst. Then you get the umbrella. Dann lebst du in diesem Schutz des Regenschirms. Siddha Rup and Sadhak Rup will become both one. Und dann werden dein Siddha Rup und dein Sadhaka Rup nicht mehr unterschiedlich sein, sondern eins sein. All time it is a divine. Every material thing becomes divine. Und dadurch wird alles göttlich. Und spiritualisiert. Jede materielle Handlung wird dadurch spiritualisiert. Understand. Best subject. Das Beste, worüber man nachdenken kann. Gurudev, this
Gurudev, can you go? You know the Bengali. Can you go? The last two lines are so beautiful. Maybe you can go deep in this. Bracha lokera kona bava loya jai bache. Braja loka, if you want to take the braja mood. Braja loka bedeutet, wenn du diese Stimmung von Vrindavan möchtest. If you want to be in Vrindavan, living in Germany. Wenn du in Deutschland bist, möchtest aber in Vrindavan leben. Then you have to take the bhav feeling. Dann nimm dieses what Krishna took the feeling of Radha, you know? Genau wie Krishna die Stimmung, die Bhava von Radhika annahm, um sie zu fühlen. Nehmen wir die Stimmung Who will practice? Wer das praktiziert? Read. Bracha lokera kona bhava loya jai bache. Anyone, any mode of braja. Jede Stimmung von Davin, wenn wir die Zuflucht da suchen. Bhava yokya deha bhaya krishna bhaya brache. Then bhava yoga, that yogya means Verbindung durch Yoga, Bhava in der Stimmung. Become qualified to get that spiritual body. Yes. Die wird dann praktisch in dir heranreifen, dass du qualifiziert bist. Only mood will change your spiritual body. You know, the mood of that manjari will change in that way, or sakha, that will change your behavior. So die Stimmung, in dieser Stimmung, wo du das übst, einzutreten, ob Manjari oder Sakha, die wird dir helfen, da einzutreten. No? How is the main thing? Bhav ist die Hauptsache. Feeling. Als Gefühl. Krishna took the feeling of Radhika in Mahaprabhu. Krishna hat also die spirituellen Gefühle von Radhika feeling. In der Stimmung von Chaitanya angenommen. Bhava. Das sind Bhavas. Disciple take from Guru the feelings. Der Schüler nimmt vom Lehrer die Stimmung, die Gefühle an. And he change himself in that feeling. Und er transformiert sich selbst in diese Gefühle. Right? Feeling is the way. Gefühle sind der Weg. So that divine body also automatic rise like that. So kann auch daraus der göttliche spirituelle Körper erwachsen. Feeling create that. Und die Gefühle bringen das hervor. Yeah. So nice, Gurudev. Thank you. Thank you. Yeah. Go on. This was the verse, Gurudev. This was the end. Thank you. Thank you. You have to bring every day some feelings. Jeden Tag bring so ein schönes Gefühl mit. Welches Buch war das, Tarun? Every week, sorry. Chaitanya Charitamrita, Matya Lila 8. Oh, im Chaitanya Charitamrita, im Matya Lila 8, hat Tarun vorgelesen. Und Gurudev, ich sag, du kannst jede Woche so ein Nektar mitbringen für uns. Ja. Yeah. Go on. About Lord Chaitanya, Krishna himself descended to earth as Gaura to experience his own sweetness and the sweetness of Srimati Radhika's love for him. Yeah, love for him. Er kam, um diese Liebe für Radhika, von Radhika für ihn zu kosten als Gaura. Because he cannot do even this time. Weil er konnte das gar nicht. You want to feel now. Herausfinden und jetzt wollte er das endlich fühlen. Because he covered and he is in the mood of Radhika. Weil er hat sich eben mit der Stimmung und der Liebe von Radhika umhüllen lassen von ihr und kam in ihre Stimmung. Und dann konnte er es kosten. This is my Radhika. Das ist meine This Radhika. Is my Kalyani, my dear. Das ist meine Kalyani, so fühlt sie. Understand, Ramananda? She has some qualities of Kalyani. I know that.
Verstehe das, Ramananda. Deine Frau hat ein paar Eigenschaften von dieser Kalyani und ich weiß das. I also know it, Guru. Yeah. Go on. For this, he became Virahi, experiencing separation. Virahi! An experience only comes when you have a taste of that. So Viraha. Man braucht einen Geschmack. You feel separation of that point. Diese Trennung, die Krishna erfuhr, das hat damit zu tun, dass er wirklich auch Geschmack hatte, diese Trennung zu kosten von Radhika. If you not feel pain, you will never understand. Wenn man dabei nicht etwas sehnsuchtsvollen Schmerz erfährt, kann man das nicht nachvollziehen oder fühlen. And taught all the sadhakas of the world that one must first experience viraha before being able to relish milana. Wow. Understand? Und hat allen Sadhakas gelehrt, dass man erst diese Trennungsgefühle erfahren darf, bevor man in die Gefühle der Zusammenkunft kommt. Wow. So beautiful. In this way he increases the prema sindhu. So erhöht er den Ozean der prema göttlichen Liebe. The ocean of love of his devotees. Yeah. Then ocean flow, waves flow. Dann kommen die Fluten, die Wellen des Ozeans in einen Fluss. When you are not feel the viraha separation, you cannot feel the waves of the ocean. Wenn wir keine Trennung spüren, dann können wir nicht die Wellen des Ozeans der Liebe kosten. Ocean has the waves. Ja, der Ozean hat die Wellen. Ocean has the waves. You love ocean because to see the waves. Wir lieben den Ozean, um die Wellen darin zu sehen. Ocean is not beautiful without waves. Ein Ozean, der still liegt ohne Wellen, ist nicht so schön. And love is no love if the waves are not there in love. Und eine Liebe ist keine Liebe, wenn da nicht die Wellen sind, die diese Liebe immer wieder bewegen. And the waves is no wave when there is no feeling of separation and no tears offering for that. Und die Wellen sind keine Wellen, wenn da keine Gefühle der Trennung sind und keine Tränen, die man in diesen Gefühlen darbringt. That position, you only listen and wait to listen that anchor well. Und wenn wir in diesem Ozean uns befinden, der Trennungsgefühle, dann können wir auch die Ohren entwickeln, die Fußglöckchen hören. Es gibt keinen anderen Weg. I bring you back there. Bring euch wieder zurück zu den Fußglöckchen von Srimati Radhika. Yeah. Go on. Srila Raghunath Das Goswami also relishes Sri Radhika's sweetness through Viraha, although he is her eternally perfect maidservant. Srila Raghunath Das Goswami kostet auch die Süße von Radhika durch diese Trennungsgefühle. Obwohl er doch auch wirklich ewig perfekte Dienerin von ihr ist. Wow. If you want to be perfect, you have to take shelter of perfect person. Wenn wir vollkommen auch sein wollen in unserem Dienst, dann ist es wichtig, auch bei jemandem Zuflucht zu suchen, der auch schon vollkommen ist, wie Raghunath Das Goswami. And who is the perfect? Raghunath Das Goswami and Rupa Manjari are perfect. Raghunath Das Goswami and Rupa Manjari, sie sind diese vollkommenen Dienerinnen. Okay. Then what is the Guru business? Und was ist jetzt die Aufgabe noch vom Guru dabei? Guru is only cleaning my heart. Der Guru bereitet mein Herz vor, indem es reinigt. That imperfectness goes and you can see the right thing. This is the work of navigation. Das ist,
die Vorbereitung, wenn das Herz gereinigt ist und du kannst es alles so wahrnehmen, wie es wirklich ist, das ist die Aufgabe des Navigators. And who is the goal? Und wer ist das Ziel? My goal. Radha ist mein Ziel. And Radha is never happy alone without Krishna. Und Radha ist doch niemals glücklich ohne alleine, ohne Krishna. Radhas and Krishna both need there. Sie sind doch immer beide, die dort zusammen sind. Beide werden gebraucht. Krishna can live alone. Kann Krishna alleine leben? Can live with the cow. Kann er nur mit den Kühen sein? Krishna would live with mother. Oder mit der Mutter würde er leben. Krishna can live with Arjuna. Und mit Arjuna ist er auch. Krishna can live with Kubja. Und er kann sogar Kubja helfen. Krishna can live in Dwaraka. Und er ist auch in Dwaraka. But Radhika not go other place where Krishna is not there. Aber Radhika wird niemals dahin gehen, wo Krishna nicht ist. And Radhika cannot live 1 minute without Krishna. Denn Radhika kann nicht eine Minute ohne Krishna leben. Und Krishna never go out from Vrindavan. Und Krishna verlässt auch niemals Vrindavan. This is Vrajendranandana. Das ist Vrajendranandana. Der bleibt immer in Vrindavan. And he moved with the Narayan Krishna other places. Und als Narayan Krishna Dwarakadish geht er an andere Orte wie Kurukshetra oder Dwaraka oder Mathura. He never go out from Vrindavan. Er, Vrajendranandana, verlässt niemals Vrindavan. Beautiful. That has to understand. Das gilt es zu verstehen. We worship Krishna, Radha's Krishna. Wir verehren Krishna. Welchen Krishna? Radha's Krishna. Radha's Krishna. Understand this. Versteht das einmal. Radha's Krishna. This is Vrindavan. Das ist Vrindavan, wo Radha's Krishna immer da ist. Sri Radhika always acts for Krishna's welfare. Therefore, she is named Kalyani. Yeah, understand. Ja, schaut mal. Das ist, welfare. She don't know other business. Sie hat gar nichts anderes im Kopf als immer nur Krishnas Wohl. Others' welfare. She never bothered to think for herself. Sie kümmert sich niemals darum, um sich selber Gedanken zu machen. And her dasis become same nature. Und ihre Dasis entwickeln die gleiche Natur wie sie. Only welfare for others. Immer nur sich um andere zu kümmern. And this is the real happiness. Darin liegt das wahre Glück. Aha. Nanda Maharaj daily feeds millions of brahmanas for Krishna's kalyan. And Mother Yashoda gets up early every morning to say mantras for Krishna's protection before he goes out in the forest. Yeah. Nanda Maharaj gibt den Brahmanas täglich Millionen von Kühen oder füttert die Kühe für Krishnas Wohlfahrt. Und Mutter Yashoda geht jeden Morgen ganz früh aus dem Bett, um Mantras, Schutzgebete für Krishna zu sprechen, bevor er in den Wald geht. Yes. Krishna's constitutionally transcendental name is the fruit of the vines of all the Vedas. Is sweeter than sweet and more auspicious than it is auspicious. Krishna, Krishnas konstitutioneller, also ursprünglich wesensgemäßer, transzendentaler Name ist die Frucht aller Vedas, ist süßer als das Süße und glücksspendender als alles, was Glück spendet. But Sri Radhikas ist auspicious. No, go fast. I know go fast. I'm very bad English. I slowly go. Yes, good. Read it again. Sorry. Shri Krishna's constitutionally transcendental name
is the fruit of the vines of all the Vedas. Ah, that is, I want to say. Das. Again, read this word. In German, Gurudev? No, German and English, two times. Krishnas konstitutionell transzendentaler Name ist die Frucht aller Reben aller Vedas. Shri Krishna's constitutionally transcendental name is the fruit of the vines of all the Vedas. Yes, more time. Then I will explain. Shri Krishna's konstitutionell, also wesentlich ursprünglicher, immer transzendentaler Name ist die Frucht aller Reben aller Vedas. Shri Krishna, I give you the fruit. So, ich gebe euch die Früchte. I will only look. Und ich sage, nimm die Veda. Ich werde nicht die Frucht nehmen. Ich schaue nur die Veden an. Habt ihr dann die Veden? Krishna sagt, take me. I have the fruit of the Veda. Krishna sagt, nehmt mich. Ich bin die Frucht aller Veden. No, I want to take Vedas. Nein, I want to listen only and not want to understand too much. I don't want to relate with you. I don't want to eat your food. I don't interested in that. Nein, nein, sagt die kleine Seele. Ich möchte nur die Veden hören und die Veden anschauen. Ich werde nicht die Früchte essen, die du mir gibst und anbietest. I'm a German. I want to use my mind more. Ich bin doch Deutsch, ich muss doch meine Intelligenz anwenden, um die Vedas zu lernen. I have to use my mind, my ich ego. Mein Verstand kultivieren. I don't und want to eat the fruit. Ich werde nicht die Früchte essen, die du mir gibst. Crazy, ne? Is a crazy. Das ist verrückt. Das ist eine verrückte Haltung. This is German idea, right? Das ist eine deutsche Haltung. Read this right five times. Deswegen sage ich, lese es fünfmal. Listen, understand this. Hört und geht tief hinein ins Verständnis davon. Yeah, go repeat. Shri Krishna's constitutionally transcendental name is the fruit of the vines of all the Vedas. Yeah, you see? We are not satisfied to eat the fruit. Schaut nur einmal, wir sind nicht mal froh, die Früchte zu essen von den Veden, die süßen Trauben der Veden. Wir wollen sie nur betrachten. We want to live in the philosophy. Wir wollen in we der have Philosophie to doubt reden. Wir müssen sie anzweifeln. Everything. And we don't want to be close with Krishna. I don't want to eat that fruit. Nicht wirklich nahe kommen zu Krishna und die Früchte essen, die er uns gibt. Seinen heiligen Namen. If you have a fruit, you will eat the fruit or not? Wenn ich eine Frucht fruit, habe, yeah. Werde ich sie essen? Ja, natürlich werde ich sie essen. Fruit cow. Früchte Why essen. Why you bother for a fruit? Kümmere dich nicht um die Philosophie so viel mehr. Echt, ist die Früchte lecker. We drink the juice of fruit. Nimm den Fruchtsaft davon. The juice you will see through the Radhika, ne? See diese, it juice. See the Rasasar. Sie ist die Rasasar. Nimm den Saft und die Früchte, den Nektar davon durch sie, weil sie ist der Nektar dieser Früchte. Juice will come from her. Denn der Saft, der Nektar kommt von ihr. Then is Rasovai Saha Rasik Shekhar. Rasovai Saha Krishna, der Rasika Shekhar, Koste aller Wohlgeschmäcker. Shekhar, fruit eat, fruit. Er nimmt auch die Früchte. Nimm Not diese Früchte good. Von ihm. Confusion. Das wird so you engage yourself in material body and consciousness and ego. Dann beschäftigen wir uns im materiellen Körper, im materiellen Bewusstsein und im Ego. This I like, so I said, listen that, understand. Ich mag diese Textstelle, deswegen habe ich sie auch wiederholen lassen, damit wir es wirklich tief aufnehmen. Take this. Nimm das. If I give you to eat the fruit, wenn ich dir eine Frucht gebe, and I start explaining you the
the tree and the plant and how this tree come and how this come and how this food come, how much time take. Und ich erkläre 10 years, 20 years for the tree and plant and this and that. Ich erkläre dir, wie du den Baum dazu gewachsen, wie der Baum gewachsen ist, wie die Frucht kam, wie der Baum besteht, also woraus der Baum besteht. Das ist sehr ablenkend. Why you bother for that? Kümmert euch nicht darum. Is the, what is the word? Is the fruit the? Of the vines of all the Vedas. All the Vedas, not one, not four Vedas, all the any scripture. Alle Schriften. Der heilige Name ist die Frucht aller Schriften. Nicht nur einer Veda, aller Vedas. Understand. Yeah. Go. And this holy name is sweeter than sweet. Okay. And more auspicious than all that is auspicious. Und dieser heilige Name ist süßer als das Süße und glücksbringender von allem. When you will eat the fruit. Na, und wenn wir die Früchte essen, des heiligen Namens. Then you will taste, is a sweeter than sweet mango fruit. Kosten, was süßeste aller süßen Mangofrüchte das ist. Okay. And what is Veda? Und was sind die Veda? My grandfather, he was king, and he built the one land he buy. He make the boundary, and he make one garden house. And he make this trees, and then he put the plants of the trees, and this is the best tree come out from that. And it take 50 years and 50 years. I detail talking on that, how the tree come to you. And then I give you the scripture of the tree and all the details. That is the Veda. Und was sind die Veden? Die Veden sind das. Mein Großvater war ein König. Er hatte ein großes Land. Auf diesem großen Land hat er viele Bäume angebaut. Und einer dieser Bäume war ein Mangobaum. Und auf diesem Mangobaum waren diese wunderbaren Früchte. Das sind die Veden, die Erklärungen von allem. So what is good to do? Was ist jetzt besser und gut zu tun? To eat the fruit. And give the thanks to those person who make it, eh? Who put it that? Ja, und sich bei denen zu bedanken, die die Früchte und die Bäume angewachsen lassen haben. You make my life very easy. I don't need to plant the tree. Du hast das Leben für mich einfach gemacht, weil obwohl es so lange braucht, bis ein Baum Früchte trägt, brauchte ich mich nicht drum zu kümmern. Das hast du für mich getan. Ramananda, what you are thinking? You have some doubt on this. Save me. Zweifel darüber, Ramananda? Don't have doubt. I agree. Very clear. Thank you. Thank you. Because of my Kalyani. Because of my Kalyani is dear to you. No doubt. Weil deine Kalyani, meine Kalyani dir nahe ist, hast du keine Zweifel mehr. Yes. Go on. But Sri Radhika is auspicious even for him. Auspicious for him. With so, the food. For him also auspicious, yeah. So sie, Sri Radhika, ist die Süße oder das, was Glück bringt, selbst für Krishna, der doch die Frucht in seinem heiligen Namen aller Veden ist. This fruit and fruit for him also something auspicious. Da ist diese Frucht und in dieser Frucht ist da noch etwas, was für ihn noch glücklich ist und noch glücklicher macht. Das ist Sri Radhikas Name. Why auspicious? Warum? Because it's a juice. It's a juice of orange. Weil sie ist der Saft. And all the mixed. The one of the highest juice. Sie ist der höchste Saft aller Orangen, aller Mangos, aller süßesten Früchte. Especially made done. Spirituell. Durch ihre Berührung. No need to bother to make it
grinder or juice, take out and peel the fruits and this, that, nothing. He's a Jew. Hier braucht man nicht mal mehr die Früchte zu schälen und in den Mixer zu tun, sondern allein die Berührung von Girardica ist der höchste. Sie ist die reine Juice is there. Sie ist die reine Frucht. Die reine Essenz der Liebe zu Krishna. Understand? Was suchen wir denn? Suchen wir die Früchte? Wissen wir jetzt, wo wir unsere Energie und unsere Zeit hinein investieren? In Rasasar, Gudi. Sri Radhe. This can be nicely illustrated by the following song of Govinda Das, describing Radha and Krishna's Purvarag, the beginning of their love. Hier gibt's ein Lied jetzt von Govinda Das, ein Gedicht, der Radhas und Krishnas Beginning ihrer Liebe beschreibt. One duty girl messenger came to Shirada to tell her how much Krishna is in love with her. Eine kleine Dienerin, die Botschafterin war, Duty, kam zu Sri Radhika, um ihr zu erzählen, wie sehr Krishna sie liebt. Oh Radhe, when Subala gives Krishna a golden garland of champaka flowers, his mind trembles and tears of passionate love flow from his eyes. Oh Radha, when Subala Krishna eine goldene Girlande von Champaka Flowers überreicht oder umhängt, dann beginnt sein Verstand zu zittern und Tränen von leidenschaftlicher Liebe fließen aus seinen Augen. Ja, warum? Spaniti, Gurudev geht ganz kurz. Ja. Mach weiter. Okay. So Gurudev bittet mich, das zu erklären. Warum erzittert Krishna? Und warum kommen diese Tränen der leidenschaftlichen Liebe? Weil diese goldene Girlande natürlich Radharani präsentiert. Und wenn er etwas Goldenes umgehangen bekommt, dann ist es genauso, als wenn Krishna etwas Blaues, als Radharani etwas Blaues angezogen bekommt. Weil alles, was für ihn Goldenes, erinnert ihn und verbindet ihn mit Radhika, mit Swamini. Und alles, was für sie blau ist, verbindet sie mit Krishna. Oh, beautiful girl, sagt diese Gopi. Your form always awakens great love in his heart. Die Form dieser Blumen oder von Radhikas Form, von ihrer goldenen Form, erwacht immer große Liebe in Krishnas Herz. So, diese gegenseitige Erinnerung, das ist das, was die Aufgabe der kleinen Botschafterin ist von Swamini. Sie bringen die Botschaften von Krishna, wenn er sich an Radharani erinnert und was ihn praktisch mit ihr verbindet in den Trennungsstimmungen. Und sie bringen auch zu Radharani die Botschaften von Krishna. Und jede Berührung ihrer Berührung und jedes Anziehen eines Schmuckstückes, alles, was sie machen, sind die Erinnerungen der gegenseitigen Liebe von Radha zu Krishna. Yes, Gurudev. Yeah. This girl says that when Krishna has a golden garland of champaka flowers, his mind trembles and tears of passion and love. Why tremble? Champaka garland, flowers. Und warum ist es die champaka Girlande, die Krishna so berührt? Golden, ne? Weil sie golden ist. When he wears the golden, he feels that Radha is very close. Wenn er das Goldene fühlt, dann fühlt er, Radha ist ihm so nah und berührt mich. Yeah, go on. Oh, beautiful girl, says the Gopi, your form always awakens great love in his heart. Ah, great love to my Krishna. Oh, mein Krishna bekommt große Liebe durch diese Form von Liebe. You're only thinking you make mad to him. Nur wenn er an dich denkt, wird er schon verrückt vor Liebe. Your color, flower, make mad to him. Deine Farbe, die er in einer Blume sieht und fühlt, macht ihn verrückt. Go on.
And she says, day and night he is mumbling, Vrishabhanu Nandini, without saying anything else out of confusion. Only by the flower, color, you see. Durch die Blume fängt er an, Tag und Nacht zu murmeln, Vrishabhanu Nandini, ohne irgendetwas anderes noch sagen zu können in seiner Verbindung. If you not understand the beauty of the color, how you will understand? Every color is so important, yeah. Wenn wir nicht die Schönheit einer Blume oder einer Farbe, Gold zum Beispiel, verstehen, können wir nicht tief eintauchen. Jede Farbe hat eine große Wichtigkeit hier. Go on. Although hundreds of thousands of girls speak sweet words to him, he does not listen to them even in dreams. Oh, no listening if a golden flower is a dream and everything is going on. Madness to you. Obwohl Krishna hunderte und tausende von Mädchen hat, die süße Worte zu ihm beten oder sprechen, hört er sie nicht mehr, wenn er einmal diese goldene Flower, diese Blume der Liebe von Shadi. Well, who is the girl? Wer ist denn das Mädchen? This all living soul is the girls. Das sind alle Lebewesen, das sind die Mädchen. Jivas who want to go back to Krishna. They are the girls. Das sind die Jivas, die zu Krishna wollen. Das sind die Mädchen, die Gebete, die er hört. They only go in that form, beautiful girl form. Sie gehen zu Krishna als wunderschöne Mädchen in dieser Form. Können sie ihm dienen? To meet his lover. Und letztendlich möchten sie Radhika, seine Geliebte, treffen oder auch Krishna als Geliebten. This is the soul feeling. Das ist die Seele, die Seelenebene. Only one boy and all are girls. As the soul. Ein Genießer und die anderen sind Genossen als Seele. And when we identify my body. Und wenn ich mich als Körper identifiziere. An ego. Und im Ego bin. Then we start living in bodily sense consciousness. Dann beginnen wir im körperlichen Sinnenbewusstsein zu leben. Then we become Purusha. Dann werden wir selber zum Purusha, zum Genießer. We don't need Purusha, we need Prakriti. Then we search the female. Aber wir brauchen nicht das Purusha-Bewusstsein. Wir sind Prakriti-Bewusstsein. Und dann schauen wir nach der weiblichen Eigenschaft. Wo sehen wir sie? Then we become God. We want to be a God. No? Wenn so wir menschlich sind, dann wollen wir Gott sein. So ham. Krishna sagt, okay, very good, very good. Und Krishna sagt auch, okay, sehr gut, sehr gut. Saparmora. Du kannst noch etwas weiterleiden da in dieser Ego-Schiene. Male and female both, not only for male. Und das gilt für Männer und Frauen beide, nicht nur für Männer. Purusha Abhiman make you to live in ego. Das Purusha Abhiman bringt uns dazu, im Ego zu leben. If the ego is with me, is the Purusha Abhiman. Wenn das Ego sich auf mich bezieht, dann versuche ich der Genießer Purusha zu sein. Be careful, check yourself. Achtet darauf und kontrolliert euch selber. Seid vorsichtig. Raga Bhakti is 24/7 meditation proof. Bhakti ist 24/7 meditieren. It's not a 40-minute job to listen class and go out. Es ist nicht Raga Bhakti 40 Minuten. Means all the time you have to careful to watch yourself. Which way we are moving. Raga Bhakti bezieht sich nicht nur auf Klassen hören oder irgendwas und dann wieder das Vergessen, sondern 24 Stunden, 7 Tage die Woche, meine Schritte, meine Gedanken, alles zu kontrollieren, wo ich mich gerade identifiziere. And if you have a greed, you will do it. Und wenn du wirkliche Begierde hast, heilige Sehnsucht, dann wirst du es schaffen. If you have no greed, you will never do it. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du es niemals tun. Right? So give me your blessings, Gurudev. This we need. We say greed. Dazu sagen wir Begierde. And we need mercy for that. Und dafür brauchen wir Gnade.
Nobody can say I'm qualified. Niemand kann jetzt sagen, ich bin dafür qualifiziert. We want to pray to all Vaishnava. We want to pray to all Mahajan that bless me, that I can be qualified, not qualified, I can be under the service of Vaishnava. Und wir beten zu allen Vaishnavas, that I can become Dasi of Father. Um ihre Gnade, dass sie mich im Dienst beschäftigen, dass ich eine Dienerin werden kann von Srimati Radhika. Dafür brauche ich all die Gnade aller Vaishnavas. All suffering come when my ego come and Purusha Abhiman come. Alles Leid entsteht, wenn mein Ego heraufsteigt und die Genießerhaltung für mich selbst entsteht. Karan Baba? I'm here, Gurudev. No, you leave me sometimes. No, I just went downstairs. Nobody has to see how I walk downstairs. Okay. I'm always okay. Here. Is okay, everything? Very, very beautiful. Wunderbar. Thank you. Now it's the 6 German time. So I don't want to disobey. Some questions and answers, Gurudev. It's only... It's not over yet, Gurudev. No, but actually, no. Okay. You permit. Von euch Fragen? Für Gurudev, persönliche you Fragen. You can. Gurudev, can I say something? Yeah, sure. You're always welcome. I have no question. I have experience, what I want to share. The last meeting, you recommend we should share with Gauranga Sundara from Croatia. So I did this. We had on phone a nice conversation. And the day after this conversation, I had a heavy pain in my left feet, and it is hardly for me to walk. So my conclusion is, by personal experience, you throw always flowers and meat and give me nice juice. But through your nice disciple, you give me the bolt, the flash, the thunderbolt for purify my heart. And for this, thank you, Gurudev. Thank you. Gaura Sundara is the one of the best Croatian. Gauranga Sundara, yeah. Gauranga, my mind, you know. When it's very similar, Gurudev. I forget Suniti name also. Gopinath name, I forget he lives. Oh, my God. Oh, Gurudev. Then I have to think. Then something I say, sorry for that. So, he's the one of the best. There are rare few persons are there. He is also one of the best living in the Manjari Sabha. So Gauranga Sundara wird hier verherrlicht von Gurudev und sagt, er ist so einer der Besten, weil er in seiner Manjari Swarup lebt. Und Govinda Prem hatte erzählt, er hat mit ihm telefoniert, weil Gurudev ihm empfohlen hatte, als einen wunderbaren Vaishnava, von dem man sehr viel lernen kann. Und er kann das nur bestätigen. Er hat eine wunderbare Reinigung erfahren, wie Gurudev durch ihn wirkt. Jai Ho! I say you. It's all was some mercy come to you. His association is the one of the best associations. Seine Gemeinschaft ist die beste mit Tarun Baba. Suniti. And Radha Shakti. They are all in the same way to on the close position to come to living in that. They touch it. But they go back also, they go back on and off. Like one time I was in Barsane
Einmal war ich in Vashani. Ramesh Baba asked me. Da fragte mich Ramesh Baba. You are living here. Lebst du hier? I said, no, Maharaj. Nein, Maharaj, sagte ich. I come and go. Ich komme und gehe. He said, yeah, very good. Ja, sagte er, sehr gut. Come and go. Come and go. Und gehst, du kommst und come gehst. Come and go. Come and go. Du kommst und gehst. He said for 2 minutes. Come 2 minutes. Sagte er immer, kommen und gehen, kommen und gehen. But one day will come. Aber eines Tages wird you will start living in Vrindavan. Dass du beginnen wirst, in Vrindavan zu leben. You will start living in your Swarupa. Das heißt, du lebst in deiner Swarup, deiner spirituellen, körperlichen Wahrnehmung und Stimmung. So come and go in Sadakdeha, Siddhadeha, Sadakdeha, Siddhadeha. Wir kommen in Sadaka-Stimmung und in Siddha-Stimmung hin und her. Was bedeutet das? By practice, you will become no test in any other things left to you. Durch die Übung werden wir dahin kommen, dass nichts anderes mehr kostbarer ist als das. You want to be in the right place again. Du möchtest immer wieder in diesem wirklich guten Ort sein und nirgendwo anders mehr hingehen. And then your Raghunath Baba, German body, is not anything that only Indian body can take it. Anybody who try to practice, they get it. Und schaut hier, unseren Raghunath Baba, auch ein deutscher Körper. Das ist nicht nur für indische Körper bestimmt. Jeder, der das wirklich übt und sich darauf konzentriert, kann es erlangen. It depends upon how Mahajan Gata Sapanta you have a practice of Ashraya Tattva. Ashraya is important. Es hängt davon ab, wie sehr wir vertieft sind im Ashraya Tattva, in der Zuflucht, bei denjenigen, die weibliche Radharani-Dienerin sind. Grihastha Ashram is not bad. Ist nicht schlecht, im Grihastha Ashram dabei zu sein. But you cannot become Krishna and other person other than his Sahaja. Aber wir sollten nie denken, einer wäre Krishna und die andere wäre Radha, dann ist das Sahaja billiges Imitationsgespiele. Invitation, what you say in English? Only it should be Radha when you come. Only you qualified when you are in your Siddhadeha. Und Radharani, nur zu dir, wenn du dich in deinem spirituellen Körper identifizierst als ihre Dienerin. Human body, it's not possible to serve female. Wir können in einem menschlichen Körper nicht der göttlichen Liebe dienen. Never. In der Materie, niemals. Nobody can. Only you need for that your spiritual siddhi. Dafür brauchen wir den spirituellen, den Siddha-Körper. Sorry, I'm a useless person. I forget all philosophy. And I think I only see the fruit. Entschuldigt, ich bin jetzt nutzlos geworden. Ich habe alle Philosophie vergessen und ich sehe nur noch die Frucht. Bhagavad Gita said 10:10. Assigned with Krishna. Assigned with Krishna. Bhagavad Gita 10:10, da spricht Prabhupada in der Erläuterung auch dazu. Wir müssen uns Krishna ganz übergeben. Then you will get what? Ultimate goal. Dann kommt ihr. Das letztendliche Ziel der Alten. Slowly and slowly. Langsam. Slowly and slowly. Langsam. Slowly and slowly you will get ultimate goal. Ultimate goal. Zum letztendlichen Ziel. Aber wir kommen dahin. Langsam, langsam. Goal is bigger. Ultimate goal is bigger. Say das letztendliche Ziel ist das größte. What do you mean, Gudi? Goal is a, what you say, my graduation, what you say,
Kant, what you say in Germany? Matura. Matura. Ah. Matura. Matura. You want to be Matura? Schulabschluss. Möchtet ihr den höheren Schulabschluss erreichen oder wollt ihr immer in den niederen Ebenen bleiben? Master. It depends upon the person to person. Das hängt von der Person an, was sie anstreben. Rudolf, you can have many, many goals, but only one ultimate goal. Many goals. Man kann viele Ziele haben. Aber? But only one ultimate. Come here, show your picture. Aber nur ein Ziel. Jetzt will Gurudev, dass wir sein Gesicht sehen, wer das gesagt hat. Say in German. Sag das auf Deutsch. It's okay. Yeah. Yeah. Rade. Ja. Ihr habt ja verstanden, ne? Wir können viele Ziele haben, aber es gibt nur ein letztendliches Ziel. Du kannst 1000 Ziele haben, aber nur ein letztendliches. Rade. You see, he don't want to go out from Vrindavan. He don't want to talk any other thing. Only Radharani. Jai ho. I said, talk other thing, discuss, go parikrama. He said, I done everything. Geh auf Parikrama, geh noch irgendwie was anderes diskutieren. Er sagt, nein, ich bleib nur noch in Radha Katha. What to do? I want to show him, right? Ich möchte, dass ihr ihn seht. That you introduce, I want to show him. He's also German. Vorstellen, er ist auch ein Deutscher. He was sannyasi many years. Er war auch sogar sannyasi viele Jahre. He was a preacher. Er war ein Prediger. But he don't want to recognize himself. Aber jetzt will er sich gar nicht mehr erkennen lassen. There are Vrindavan. This is Vrindavan. Das ist Vrindavan. Kalyani Mercy. Die Gnade von Kalyani. Radhe, Radhe, Govind.